Wusstet ihr, dass die Katze auf dem Arm von Marlon Brando in Der Pate im Drehbuch gar nicht eingeplant war? Regisseur Francis Ford Coppola fand das Kätzchen auf dem Gelände von Paramount Pictures und verschaffte ihr direkt eine Rolle in dem Filmepos. Aber auch Filmfans hatten schon Einfluss auf die Katzenbesetzung in einem Film. Nachdem im ersten Tribute von Pan im Film die orangefarbene Katze Buttercup von einer schwarz-weißen Katze gespielt wurde, gab es ordentlich Gegenwind. Die Produzentin Nina Jacobson sprach von einem Versehen. Deshalb wurde die Katze in Catching Fire neu gecastet und entsprach farblich dann auch der Buchvorlage. Mit der Katze, aka dem Flurken in Captain Marvel, gab es ganz andere Probleme. Denn Brie Larson verriet in einem Interview, dass sie extrem allergisch gegen Katzen ist. Deshalb musste sie den ganzen Tag Allergietabletten nehmen, wenn eine Flurken-Szene gedreht wurde. Aber